Hallo und willkommen zurück zu Captain Spirit. Ja, wir werden sich mal probieren, ob wir da hier reinkommen. Oh Gott, I hate going in there. Um den Wasserfresser zu besiegen. Ich habe Fragen. Was ist das hier? Ich dachte, wir werfen den Boiler an oder sowas. Wasserfresser. Okay, ich muss noch ein bisschen näher ran. Jetzt bändigen. Gib alles. Kämpfe. Mann, hat der eine Fantasie. Well, that wasn't too hard. I've tamed the water beast. Genau, wir haben den Wasserfresser gebändigt. Aber sind die entspannt? Ja, da müssen wir bestimmt mal den Code noch finden. Und hier habe ich schon mal ein Teil des Kostüms und da haben wir auch noch ein bisschen was schon. Ein Schatz haben wir noch. Was ist das hier? Eine gefährliche Bierdosen. Die haben wir. Hey Dad, the water heater was down again, so I fixed it. Wow, you put it back on? Congrats, buddy. Rausbringen? I know you hate getting in there. Ugh, I hate that beer can smell. Willst du eine Schuhe anziehen oder so? Okay, so kann man es auch rausbringen. Hey, buddy. Can you bring me a beer? Du hast viel getrunken, Junge. You already drank a lot of beer. Thanks, bartender. Now get me the goddamn beer, okay? Okay, okay. That's right, it's okay. Wo ist denn das her? Ist das im Kühlschrank? Ich habe vorhin keins gesehen. Bier? Bier. Now that's a nice cold one. Cheers. Oh, is it just off excellent? Well, excuse me. Okay, I'll slow down, Chris. This empty can is evil. Would Captain Spirit take care of it? Really? Yeah? Step aside, Mr. Erickson. Captain Spirit is here to recycle. Hey, you better hurry. This can's gonna destroy the town. Man, that was too close. Thanks, Captain Spirit. I'm always here to lead my team to victory.
Die Bierdose kriege ich hier nicht, ne? Ich könnte mit Papa nochmal reden, aber ehrlich gesagt will ich ja mal gucken, ob ich hier noch Klamotten finde oder so. Verlassen? Das haut doch nicht hin. Ich muss doch erstmal mich umziehen, oder? Ooh, hot water. Yes, I won. Wollte ich nur mal kontrollieren. Das haben wir alles schon hier? Oh, Schminke. Ooh, now I can use that makeup from Halloween. Und für die Maske oder sowas? Schminken? Kann ich da rein? Wir brauchen ja noch den PIN-Code und so weiter. I'm glad Dad kept Mom's perfume. Smells just like her. Okay. Baseballschläger. I hope I get to go practice with Dad again this summer. Naja, den braucht man schon, falls jemand an der Tür steht und Jesus predigt oder sowas. Reparieren. Oh. Was war das? Ein Schlüssel? Interessant. I know this drawing sucks, but it's cool that Dad put it here. Wir haben einen Schlüssel. Was ist der? Größenmarkierung. I'm too old to be measured now. Right? Careful of booby traps. Uh-huh. Wow, Dad had fans when he was playing in high school. Lieber Charles Ericsson, ich bin 12 und will eines Tages professionell Basketball spielen. Meine Eltern fahren mich zu all ihren Spielen. Sie sind super auf dem Platz. Das letzte Spiel war das Beste, das ich je gesehen habe. Ich hoffe, ein NBA-Team wirbt sie an. Danke. Und ich sehe sie beim nächsten Spiel, Todd Hamill. That's scary. Versinkt ihr Leben in Alkohol? Sie sind nicht allein. Wir können helfen. Wir bringen ihnen mehr Bier. So we moved because Dad couldn't pay for the house? That sucks. Sehr geehrte Mr. und Mrs. Ericsson, unsere Unterlagen zeigen, dass Sie Ihre dritte Hypothekenrückzahlung trotz wiederholter Verlängerung und Zusicherung versäumt haben. Obwohl wir die Situation eines jeden Hausbesitzers verstehen und Sympathie für diese empfinden, hat unser Büro den Eindruck, dass wir ihnen gegenüber mit mehreren Verlängerungen mehr als fair waren. Sollten sie den ausstehenden Betrag der Hypothek nicht bis zum angegebenen Datum bezahlen, sehen wir uns gezwungen, eine Zwangsversteigerung der Immobilie zu veranlassen. Wir hoffen, diese Angelegenheit bald mit ihnen klären zu können. Dad got fired? That's when he started working for the railroad. Schulbezirk. Sehr geehrter Trainer Ericsson, obwohl unsere Fakultät Ihre Vermissnis und Ihr Engagement zu schätzen weiß, wurden Sie mehr als zweimal für Ihr aggressives Verhalten gerührt und zu Anbetracht des jüngsten Vorfalls bezüglich der Bierdosen im Schwimmbad nach Schulschluss bleibt uns nichts anderes übrig, als ihren Vertrag mit sofortiger Wirkung zu beenden. Ja, Alkohol macht vieles kaputt. Wir bedauern diese Situation, doch wir sind überzeugt, dass Sie verstehen, dass die Sicherheit der Schüler immer an erster Stelle stehen muss. Wir fügen ein Merkblatt mit Informationen zu alkoholbezogenen Problemen an und hoffen, dass Sie in Zukunft Erfolg haben. Ja, man sollte für Jugendliche nicht trinken, weil die denken, das ist sonst normal. Und das ist es nicht. Dad used to always talk about this basketball. Konsole? Das ist eine Playbox? Oh my god. Dad actually got me the new Playbox? No way. Ein Brief?
Dad never told me he had a new friend. Okay. Charles, es tut mir leid, was ich letztens gesagt habe. Ich war wütend, dass du mir nicht zuzuhören scheinst, wenn ich meine Meinung zum Ausdruck bringe. Mein Job kann sehr stressig sein und ich weiß, er geht dir auch an die Nieren. Deshalb möchte ich mehr in die Welt eingebunden sein. Ich hasse es, dich so traurig zu sehen, wenn du mich doch so glücklich machst. Ich warte immer noch darauf, deinen Sohn kennenzulernen und ich habe den Eindruck, dass du dich für mich schämst. Sei nicht wütend, ich hoffe, ich liege falsch, doch du sagst manchmal Dinge, die meine Gefühle wirklich verletzen. Du bedeutest mir sehr viel und ich musste dir dies einfach sagen, damit du es verstehst. Ich denke oft über uns beide nach, daher hoffe ich, du weißt, dass diese Nachricht vom Herzen kommt. Deine kleine Tänzerin, Audra. Okay, wir haben aber jetzt hier nichts mehr. Ein Schlüssel lassen wir stecken, dann verstecken wir wieder. Aha, wir können hier was spielen. Ich mache mal einen richtigen Harddruck auf. Muss schon sagen, die Songs und in Life is Strange Universum sind schon richtig, richtig gut. I love listening to Mom's old records. Ja. Zigaretten? If I smoke in the fortress, I'm breaking the superhero code. Eine stehlen? Sollen wir das mal?
Dad loves his cancer sticks. Gross. Wonder what they taste like. Wer hat das nicht als Jugendlicher mal gemacht? Heißt ja noch lange nicht, dass wir es ausprobieren. Ansehen. Oh, I could use this to make some cool armor. Yes, this will totally protect me from Mantroid. One more piece and I'm almost done. Ja, aber wir haben noch nicht alles, ne? Ich denke, es liegt noch ein bisschen was an der Waschmaschine. Light on. Da können wir, glaube ich, noch was machen, oder? Oder? Nee. Ach, den Schlüssel haben wir ja eingesetzt, natürlich. Was Faustabdruck. I've never seen Dad get that mad. It really scares me. Ja, das Erleben nicht ganz unter Kontrolle. Na cool, wir haben was gefunden. Nicht schlecht. Moment, da hinten ist doch auch Wäsche. Können wir da vielleicht... Nein, kann man nicht. Okay, setzen wir uns mal hin. Finde ich jetzt bloß nicht so prickelnd. Ehrlich gesagt gar nicht. Okay, können wir vielleicht mit Papa nochmal reden? Nein, können wir nicht. I hate seeing him like this. Wohin kommt man noch mal mit ihm da reden? Und da ist unser Dinosaurier. Dinosaur Land is open for business. Eat everybody! I am Mar T-Rex, and you are my lunch. Roar! Okay, konnten wir aber nicht ins Team mit aufnehmen. Ja, eigentlich können wir bloß noch raus, ne? Ich frage mich gerade, und das da müssen wir auch noch irgendwie lösen. Ich weiß bloß nicht wie. Ich will den Pin nicht falsch eingeben, weil ansonsten... Ist das Handy vielleicht gesperrt? Das kenne ich ja aus Life is Strange. So Blödsinn habe ich da auch schon gemacht. Okay, da können wir nochmal rein. Wäsche, wie schaut's aus? Tja, keine Ahnung. Tür? We never use this door in winter because of the snow. Naja, man könnte den mal wegschaufeln. Okay, ich glaube, wir haben keine andere Möglichkeit mehr, außer rauszugehen. Ah, jetzt sieht sie was an. Okay. Wir haben doch hier. Oh ja, schießt dann den Baum auf. Nothing can escape the deadly aim of the beer hunter. Und mit was schießen wir?
Ohne Pyramide. Ah, Schneeball. Alles klar. Müssen wir jetzt zielen? Ziele mit A und wirf damit RT. Ja, das ist schon klar. Sollen wir probieren, alle zu treffen, oder? Yes! Ich dachte, ich habe schnell. Wie kann man den Mittleren treffen vor den drei? Ich habe doch gar nicht in die Mitte so gezielt. Ich dachte, ich erwische vielleicht. So geht's auch. Was passiert doch nicht, wenn ich gegen die Glasscheibe werfe? Nichts. Okay. Nice miss, loser. Das war beabsichtigt. Ich wollte wissen, ob da was passiert. Okay. Yes! Pow! Boom! Blam! Recycle that! Das heißt, diese Mission haben wir auch erfüllt. Das ist nicht toll. Da haben wir eine Schaufel. Schnee räumen. Machen wir uns mal nützlich hier noch. Bevor es uns dann noch auf die Fresse fliegt. Was der Kleine hier schuften muss und der Papa macht hier gar nichts. Extra bonus points unlocked. Okay, was für ein Blödsinn machen wir als nächstes? Jetzt habe ich gerade den Briefkasten hier in dem Visier. Spaß für die ganze Familie. Kommt und spielt mit euren Waffen. Ihr könnt ja wohl einen, ihr habt ja wohl einen Vogel, oder? Okay. Jetzt müssen wir uns einen anderen Blödsinn suchen. Haben wir eigentlich den Umhang hier schon komplett? Nein, da fehlt uns noch was, ne? Ach klar, die Maske fehlt uns hier. Was ist das hier? Der Schneebeschwörer ist der Schneemann, oder? Alles klar, den haben wir doch auch schon mal irgendwo gesehen. Schneemann. Wir gucken mal hier. Den Schatz weiß ich noch nicht. Was ist das hier? Was ist das für ein Müllhaufen hier? This part of Beaver Creek is so different from where we lived before. Maybe the kids who lived here before didn't like it. Ich weiß schon, man will es nicht unbedingt. Maze of Doom. Captain Spirit heard about the secret treasure inside. Nach links gehen, nach rechts gehen, verlassen. Wir gehen nach links. Jetzt gehen wir nach rechts. So groß hat es gar nicht so ausgeschaut von draußen. Na. Links. Sag mal, gibt's da auch einen Ausgang? Kann doch nicht sein. Geh nochmal nach links.
Ist von außen ziemlich klein, oder? Oh, was haben wir hier? Okay, ich glaube, wir haben den Schatz gefunden, oder? Mom was so pretty. I miss Mom's smile. Kann ich nicht verübeln. Ja, den Schatz haben wir wirklich gefunden. Schauen wir mal da hinten. Da ist ein Baumhaus. Oh, da ist der Schneemann. Du bist mein Schneebest. Was Ansehen. I can't find snowmancer looking like this. No fair. Okay, bauen wir noch wieder auf. Oh, snowmancer. This is sad. You used to be a good enemy. Look at you now. How are you supposed to train me to fight Mandroid like that? What can we do? Naja. Zur Not. In die Luft jagen. Boom. Zieh, Cowboy. Ich glaube, das zählt nicht. Oder? Nee. Da muss ich noch was anderes einfallen lassen. Aber ich wollte hier mal ganz kurz gucken. Oh my god, the lake demon is rising. Da hinten haben wir die Garage. Okay. Kann ich da vielleicht noch was machen oder so? Nein, nein. Oh, eine Schaukel. Oh, die ist kaputt. Dad won't fix this one because it's too dangerous to fix. Ja, aber dann könnte der den dann wenigstens abmontieren. Okay, da haben wir unser Baumhaus. Cool. Luftbinat. Geheimversteck. Na, da schau an. A fortress looks safe since we last talked. Die
Okay, was haben wir jetzt da gelöst? Ah, wir haben das Team zusammen. Da, guck an. Sky Pirate, what's the situation since your last report? Did the storm cause any damage? No, Captain. The magnetic field protected us from any harm. We're lucky to have you. Keep up your good work. Okay, wir schauen uns mal die Puppe an. Dad keeps telling me this is a girl's doll. So what? She's the Ice Queen. That's Noctarius's son. He looks like his dad. Well, maybe I could take one little puff. Ich schaue euch mal rum. I can't let Dad find my secret stash. Ever. Öffnen. Open Sesame. Was haben wir denn hier? I loved watching Mom draw her comics. Was kocht mir mein süßer Liebling zum Valentinstag? Dein Lieblingsgericht. Pizza. Fröhlichen Valentinstag, mein Herzblatt. So wie es ausschaut, hat er sogar, oder die Pizza sogar selber gemacht. Okay. Brief von der Schule war nochmal ein geheime. Was? Maybe I can use this to read the map. Wäre das die Karte gewesen, um zum Schatz zu kommen? Das haben wir, glaube ich, schon irgendwie selber gelöst. Now I can use this to reveal the full map to my next adventure. Aber ich denke, das war für das hier. These are my favorite baseball players, even if I don't understand the stats. Okay. Dann haben wir noch die Briefe. Harry did say mean things about Dad, but I can't let him see this. Sehr geehrter Mr. Erickson, ich wollte Sie wissen lassen, dass Ihr Sohn Chris diese Woche nach der Schule in einer Auseinandersetzung mit meinem Sohn Harry Sorba und seinen Freunden geraten ist. Chris behauptet, dass sie unangemessene Dinge über sie sagten, aber Harry ist nicht diese Art Kind und kennt sie nur durch mich. Wie Sie vielleicht wissen, ist Harry Klassenbester und mit Orden ausgezeichneter Pfadfinder. Vielleicht sollten Sie mit Chris über sein Verhalten reden. Falls diese Schikanen weiterhin anhalten, sehe ich mich gezwungen, mit seiner Schule zu reden. Wieso habe ich den Brief? This is my worst report card. I'm doing better now. Mathematik, da war ich auch immer gut. Sport hat mich auch nicht so gerissen. Englisch war ich auch so ungefähr das gleiche. Geschichte, naja. Okay. Mal wieder zurück. Okay, warten wir mal. Slow, like Dad. Es beginnt gleich das große Kotzen. Oh, man. Stop. Wie war das damals, als man eigentlich die Zigarette erfunden hat? Der muss doch auch erstmal gekotzt haben und rumgehustet.
Amethyst and flowers on the table. Is it real or a fable? Well, I suppose a friend is a friend. And we all know how this will end. Chimney swift that finds me, be my keeper. Silhouette of a cedar. What is that song you sing for the dead? What is that song you sing for the dead? I see the signal searchlight strike me in the window of my room. Well, I got nothing to prove. Well, I got nothing to prove. Ich habe da noch die Feuerwerkskracher gesehen, aber ich glaube nicht, dass wir die kriegen, oder? Da liegt sie. Das Walkie-Talkie und so weiter kann ich auch nicht benutzen. Ich glaube, das war's hier, ne? Und ich habe gesehen, ein Loch ist im Zaun, da könnte es zum Nachbarn gehen. Hier, genau. Aber nein, darf ich nichts tun. Schade, ich kann was gucken. Können wir hier schauen? Nein. Da ist ein Eimer. Vielleicht muss ich noch was finden für den Schneemann hier. Hallo? Looks like we had a visitor. Moment, mit dem Autoschlüssel hätten wir vielleicht. I can't go anywhere without the keys. Ja, die könnten wir sich vielleicht holen. Schon klar. It sucks we don't use this landing bay much. It's so cool. Seek the magic key to unlock the portal to another dimension. Okay. Das heißt, die Autoschlüssel, die haben wir ja schon mal gefunden. Die werden wir sich jetzt auch mal holen. Ah, natürlich zieht er sich seine Schuhe und alles wieder aus. Ich will doch bloß die Autoschlüssel. Wo waren die? Hier. Papa schläft. Lass mal schlafen. Dann können wir hier wenigstens draußen noch ein bisschen stöbern. Warte mal, ist der Weihnachtsbaum vielleicht hier noch mal drauf? Nein. Was ist das hier? Okay, da brauchen wir den kompletten Anzug. Aber jetzt kommen wir auf jeden Fall ins Auto rein. Warte mal, bevor wir das machen, was ist das? It's not safe out there. Okay, alles klar. I know. Kraft und Trieb. I can't go to Mantroid's planet without finishing my costume. I hope Dad doesn't get in trouble because of me. So, man hier entdeckt. BCASA, Beaver Creek Sozialamt. Sehr geehrter Mr. Erickson, ich bin Dr. Tamra Fallmann,
vom Beaver Creek Sozialamt als Repräsentant der Grundschulbezirke in diesem Country würden wir es begrüßen, wenn Sie mit Ihrem Sohn Chris Erickson zu einem Treffen am Montagnachmittag um 14.15 Uhr in Ihren örtlichen Behörde in 2775 Water Street erscheinen könnten. Falls Sie Fragen haben sollten, kontaktieren Sie bitte unser Büro unter der gegebenen Rufnummer. Okay. Also das Spritmobil kann man nicht. Was war das jetzt? I can't go to Mantroid's planet without finishing my costume. Okay, das Kostüm muss erst fertig sein, aber hier. Jetzt komme ich da rein. Durch den Autoschlüssel. Oh Gott. These boxes been here forever. Glaube ich gern. Ey, ich wollte schnüffeln. Mach das wieder zu. Komm ich hier rein? Dude, the freaking key should be inside the house. Was? Okay, der Schlüssel ist im Haus, alles klar. Kann ich hier in der Treppe was machen? Nee, ne? Okay. I bet the ice giants are watching me. Waiting. Die Eisgiganten. Was sind denn die Eisgiganten? Ich schaue hier mal nochmal rum. An den Schneemann kann ich momentan nichts tun. Now the Snowmancer is ready for battle. Ja, nun jetzt kannst du das Auge verloren. Und hier an den gruseligen Baum kann ich ja auch nichts tun. Also ich sehe schon, wir müssen noch mal rein. Und müssen den Schlüssel suchen. Wo könnte dieser sein? Nee, den Autoschlüssel will ich nicht ablegen, den brauchen wir noch. Dad, you sleeping? Hey, wake up. Dad, come on. Huh? What? Who's there? Who's that? Dad, it's just me, Chris. Whoa, hold on, buddy, okay? Jesus. Dad! Das habe ich nicht kommen sehen. Fuck! Dad, are you okay? Do I look okay? No. I tripped. Can't even watch one goddamn game. Fuck! That's just great. Oh, I think I sprained my foot. Shit. Chris, why did you wake me up? You told me to wake you up. I thought you said the pine tree. Pine tree? I can't even walk in my own house, man. You should be careful when you're, you know, when you wake up. Don't be a smartass, Chris. I'm not in the mood right now. Yeah, Dad. Okay. Jesus Christ, who is that? Go answer. If it's some salesperson or some church group, you just close the door on them. It's nobody's business. This is our castle, and it's our family. Right? Right.
Gee. That's a lot of beer. No. Yeah. Dad had a party for the game. Really? I didn't see any cars in the driveway or people. Must have been a good game. Anyway, how are you, Chris? Good, Mrs. Reynolds. Just? Hausaufgaben erledigen, Videospiele, das Haus putzen. Nein, wir erledigen natürlich Hausaufgaben. Just doing homework, you know? On a Saturday? I didn't know you were such a good student. Teachers must love you. I even saw you clearing the snow out of the front porch, so I hope you don't work all day. Actually, I was going for a nice walk, and I thought I heard a loud noise over here. Is everything okay? Dem Baum schmecken, Papa ist hingefallen. Wir haben nichts gehört. Ach komm, ich sag dir Wahrheit. Oh, yeah. Dad just tripped and fell. But he's okay. That sounded like some fall. You sure he's okay? Uh-huh. He got all excited about the game. And he tripped over the table. I swear. Well, don't swear for your dad, honey. Leave that to him. Must be some game. I hope you have something else planned for today. Eine Tanne kaufen, am Baumhaus arbeiten. Naja, das mit der Tanne kann man sich wahrscheinlich abschminken. Aber ich würde mal sagen, wir basteln am Baumhaus. I wanted to fix up the treehouse. Maybe Steven could come by and help? Well, that sounds like a fun job for a father and son. Right? Ach, immer diese neugierigen Nachbarn. Warum versuche ich mich eigentlich hier rauszureden, um meinen Vater in Schutz zu nehmen? Verstehe jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Aber okay. Er hat heute zu tun. Er kann das nicht. Oh, my dad wants to. But he's super busy today. Too busy on a Saturday to help you with the treehouse? Yeah, he's tired from work and stuff. Plus, he's got to support his team. Maybe he should support his son instead. There's always another game, right? Okay, Chris. I think I've heard enough. I'm going to talk to Steven about this, and we'll be back to chat with your father. Wait, you don't... Please. Listen, I'm not trying to hurt you, okay? We want to help. You're not in trouble. You haven't done anything. Just stay put, and we'll come by in a little bit. Oh Mann. So what did that nosy bitch want? Nothing. Oh, nothing, huh? I was listening. I heard it all. You could have gotten rid of her. I tried. Man, I bet you wanted to tell her what a shitty dad you have. Huh? No, she just wanted to say hi. I didn't say anything, Dad. I swear. Dad, please believe me. Jesus, stop that whining. You're not a baby anymore. Oh, boo-hoo, Daddy. Believe me. Grow up. But I... Just like your mom. Every time I look at you, I tell you talk. Stop it. I see your face. Why? And if it wasn't for you... She would have never taken the car that day. Never. Oh, hey, Chris, look, hey, I didn't mean that, buddy. Yes! Yes, you did! No, listen, Chris! Oh, wir haben nichts an. Oh Gott.
Fortsetzung folgt. Alles haben wir anscheinend nicht gelöst. Aber das waren die fantastischen Abenteuer von Captain Spirit. Fand ich jetzt gar nicht mal so schlecht. Natürlich spielen wir auch Life is Strange 2. Das werden wir natürlich irgendwie im Anschluss irgendwie reinprügeln. Keine Ahnung wie. Muss das zeitlich mal schauen, weil es kommen ja auch noch ein paar andere Spiele. Ja. Das Verhalten vom Vater ist natürlich nicht so toll. Aber naja, was willst du hier ändern? Ja, das sage ich schon mal Dankeschön fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns im nächsten Let's Play wieder. Ciao.
breakfast. Milk mission accomplished. I try to lie. Behold, the flying fortress. I'm a superhero! I am a super zombie! Watch out, supervillains. Yes, Captain Spirit saved us! I like it when the good guys win. Me too. Are you sure you want to go on this dangerous mission? Now you are ready to battle with Captain Spirit. Yes! Captain Spirit is here!